Hey, ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einer sehr müden Episode des Newcastle United Karrieremodus. Die 38. Folge ist heute am Start und es geht gegen den AFC Bournemouth, danach geht es gegen Aston Villa und dann ja, simuliert in das Rückspiel oder irgendwie sowas gegen ja wiederum den Aufsteiger aus Bournemouth. Könnte eine sehr interessante Episode werden, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei meinem Sponsor vorbei bei IG Vault. Link ist in der Videobeschreibung und mit dem Rabattcode MAXGAMINGTV bekommt ihr 6% Rabatt gerade während des Team of the Seasons. Natürlich eine sehr schöne Geschichte. Aber der Daumen nach oben ist elementar. Weitere Links in der Videobeschreibung sind Instagram, Twitter, Facebook. Gerade wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, sind Twitter und Instagram die besten Wege. Wir haben noch ein paar Scout-Berichte und dann zu Manolo Gabbiadini, den ich relativ interessant finde. Für unser Karrieremodus meint ihr, wir sollten so einen Spieler mal verpflichten oder welche Spieler sollten wir kaufen? Ist aber erstmal nebensächlich, denn wir gehen direkt rein ins erste Spiel dieser Episode gegen den FC Bournemouth. Und ja, das sieht relativ interessant aus. Ich bin gespannt, was wir da jetzt gleich rausholen können. Momentan, nochmal, um die Situation zu erklären, sind wir an der Spitze der Tabelle. Wir haben, glaube ich, ein Spiel verloren. Ansonsten läuft es richtig, richtig gut. Und heute soll es natürlich genauso weitergehen. Ihr seht es hier auch nochmal. Danach kommt Aston Villa, dann kommt nochmal Bournemouth und dann geht es schon in die Transferphase mit einem Pokalspiel gegen Leicester. Wird eine interessante Episode und ein interessanter ja, Januar. Danach, ja, ich würde sagen, auf geht's gegen den Aufsteiger. Viel Spaß und bis gleich. Newcastle United zu Gast an der Vicarage Road im Vitality Stadium beim FC Bournemouth. Natürlich nicht an der Vicarage Road, denn die ist in Watford. Allerdings trotzdem einer ja, Aufsteiger der vergangenen Saison. Ja, heute der Gastgeber dieser Partie. Der komplette Außenseiter, der krasse Außenseiter aus Bournemouth gegen ja, die Magpies, gegen Newcastle United. Natürlich als favorisiertes Team und heute mit einer A11. Auf dem Blatt hat man nicht so erwartet, musste man aber sich anschauen. Federici, Francis, Alfie, Cook, Daniels, Richie, Gosling, Arthur, Maxim Gradel, Tomlin und Murray in der Startelf beim AFC Bournemouth. Auf der Bank beispielsweise Spieler wie Maximiliano Morales oder Callum Wilson. Warum? Naja, weil Newcastle mit Costil, Bellerin, Mbemba, Zuma, Haidara, Sissoko, Shelby, Wijnaldum, Michy Batshuayi, Yerlex, Oxlade-Chamberlain und Paul Georgentep sowieso als haushoher Favorit in diese Partie ging und man sich auf Seiten von Bournemouth schonen wollte für die ankommenden Spiele, denn das ist momentan eine sehr, sehr hektische Barclays Premier League und da wird in den nächsten Wochen so einiges an englischen Wochen passieren. 32 Gegentore, die meisten auf der Seite vom FC Bournemouth, auf der anderen Seite 31 Tore bei Newcastle, der Topwert der Liga. Das sieht richtig interessant aus, einem richtig ja, schönen Spiel mit vielen Toren, auf einer Seite zumindest. Allerdings ging es erstmal gar nicht so gut los für Newcastle United, denn ja, Bournemouth war richtig frech und spielte gut nach vorne. Richie, der Schotter auf der rechten Außenbahn, setzt sich da durch gegen Kurt Zuma, die Flanke auf die ja, Mitte und da ist Tomlin mit dem Kopfball. Allerdings ist auch Costil da und hält diesen Ball mit einem wunderbaren Reflex. Auf der anderen Seite brauchte Newcastle, um in die Partie zu kommen und um sich Chancen rauszuspielen. Hier mal Balleroberung von Genie Wijnaldum, dann der Ball auf Paul Georgentep und der erste Abschluss, aber doch deutlich am Tor vorbei. Es blieb beim 0:0 und Newcastle kam jetzt ein bisschen besser in die Partie und wurde vorne etwas aktiver. Michy Batshuayi versucht den Ball gegen Cook zu erobern, aber das fällt dann in die Hände von Paul Georgentep und der auf Jonjo Shelvey. 30 Meter, sieht ganz stark aus, aber Federici ist da und wehrt diesen Ball ab, der neuseeländische Keeper mit einer guten Tat hier nach knapp 20 Minuten. Dann wieder Bournemouth, die sich gar nicht versteckten, die weiterhin vorne sehr gut mitspielten und die nächste Gelegenheit hatten. Das ist Lee Tomlin mit dem Versuch aus knapp 13 Metern, aber diesmal ist wieder Costil da und wer diesen Ball ab. Die besseren Chancen gab es definitiv auf Seiten von Bournemouth. Bei Newcastle ging eigentlich nur was aus der Distanz, wie hier von Moussa Sissoko, aber dieser Ball, ja, geht auch deutlich über den Kasten hinweg. Es wollte nicht so wirklich laufen. Zweiter Durchgang, Newcastle, Michy Batshuayi, auch der versucht aus der Distanz bis zu dem Zeitpunkt gar nichts zu sehen von Belgier und es blieb auch weiterhin so, denn das bessere Team war Bournemouth. Das ist Daniels mit der Flanke auf den zweiten Pfosten, da steht Glenn Murray mit dem Kopfball. Ja, sehr gute Chance durch den Iren, allerdings weiterhin nur 0:0. Sie machten aber weiter, sie wollten den Treffer zurückgespielt auf Arthur, der da vielleicht den kurzen Pass in die Mitte spielen sollen, aber Arthur verzieht hier doch deutlich. Newcastle nochmal mit einer Gelegenheit, Ball auf Matthew Lecky, eingewechselt aus Australier, trifft ja momentan wie er will, hier aber nicht, wird abgewehrt und Federici kann den Gegenangriff einleiten und der landet bei Arthur und bei Gradel, dem Ivora, der, ja, Ball kommt hier zu Morales, Gradel, nochmal Arthur und in der Mitte steht Morales, eingewechselt, 1:0, 79. Minute, Führungstreffer für den Außenseiter. Führungstreffer für den AFC Bournemouth und Newcastle sieht ganz, ganz alt aus. Schön gemacht auf jeden Fall. Guter Einsatz hier sowohl von Morales, der den Ball grätscht, als auch von Gradel, der direkt weiterleitet. Die Flanke ist perfekt und der kleinste Spieler auf dem Platz, der kleinste Spieler in den Kader mit 1,59 Meter, macht das Kopfballtor. Aber es war noch nicht vorbei. Newcastle versuchte zurückzukommen. Bellerin mit dem Ball auf Batshuayi. Batshuayi, freie Schussbahn und dann steht da Bellerin drin und wehrt diesen Ball unfreiwillig ab. Stand dazu noch im Abseits. Und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle verliert also
also vollkommen überraschend gegen den AFC Bournemouth auswärts im Vitality Stadium. Das Tor von Maximiliano Morales vorbereitet von Gradel, ihm selber und Arta, reicht also den Schwarz-Roten hier gegen die Magpies zum Heimerfolg. Ganz, ganz starke Vorstellung. Kein Gegentor kassiert gegen die beste Offensive der Liga und das als schwächste Defensive der Liga. Ist auf jeden Fall mal ein Aushängeschild und bedeutet vielleicht, ja, definitiv Verbesserung der Situation des AFC Bournemouth. Bei Newcastle, ja, sieht es jetzt nicht mehr ganz so toll aus wie vorher, nicht mehr ganz so rosig. Zweimal noch deutlich Vorsprung an der Tabellenspitze, aber auf jeden Fall ein Dämpfer im Kampf um den Titel. Sie verlieren auswärts im Vitality Stadium mit 1-0 gegen Bournemouth. Ich habe sowas auf keinen Fall erwartet, ne? Also ich dachte, wir gewinnen vielleicht 2-3-0, nicht 4-5-0. Aber dass wir verlieren, das war irgendwie gar nicht der Matchplan und Bournemouth hat das klasse gemacht. Also wir hatten keine Chancen. Es kam eigentlich gar nichts zustande. Es mag am Regen gelegen haben, dass ich damit nicht klarkomme. Aber das war wirklich beeindruckend und Hut ab vor der Leistung von Bournemouth. Wir müssen uns jetzt gegen Aston Villa ein bisschen besser verkaufen. Die sind in Realität bereits abgestiegen und Newcastle konnte gegen Aston Villa jetzt gerade unter der Woche beziehungsweise am Wochenende nicht punkten. Also punkten schon, aber nicht mehrfach punkten, denn sie haben 0-0 gespielt und das ist natürlich jetzt nicht unser Ziel, denn wir sind in einer ganz anderen Lage als das Newcastle in Realität und haben die Punkte aus anderen Gründen nötig, aber sind halt einfach auch deutlich besser besetzt und wollen dementsprechend unsere Position da oben verteidigen. Wir haben deutlichst Vorsprung, ja. Es ist nie das Problem, dass wir irgendwie sagen müssten, oh, das wird da oben knapp, denn wir haben weiterhin 9 Punkte auf Manchester United, aber ausbauen will man es natürlich trotzdem ganz gerne und wir brauchen auch wieder ein Tor von Batshuayi. Der ist momentan nicht so gut in Form und ihr seht, Diego Costa, Kane, Downing, das sind alles keine Spieler von Newcastle und wenn da nichts geht jetzt hier in den bleibenden Spielen, muss man eventuell drüber nachdenken, ob man sich nicht nochmal einen Ersatz holt. Ich meine, wir haben Armstrong, wir haben Bentner, aber vielleicht ist Batshuayis Zeit hier in Newcastle abgelaufen, wer weiß. Wir simulieren erstmal weiter nach vorne zum nächsten Spieltag gegen eben Aston Villa, gegen die Villains, gegen die Männer mit dem gelben Löwen auf dem Wappen und schauen uns mal an, wie das Ganze so laufen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Die Nationaltrainer-Offerte von Irland lehnen wir ab und dann gehen wir rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Newcastle empfing Aston Villa zum nächsten Kracher in der Premier League. Der St. James' Park ausverkauft. Momentan ist Newcastle Tabellenführer, zuletzt allerdings der Dämpfer gegen den AFC Bournemouth im Auswärtsspiel im Vitality Stadium. Da nur ein 0-1 und eine ganz schwache Vorstellung der Magpies über die gesamte Spielzeit, das unterlegene Team und mit ganz wenig Chancen. Heute erhoffen sich die Fans ein bisschen was Besseres gegen den 12-Platzierten aus, ja, Birmingham. Das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangssituation, denn die letzten Spiele liefen für Newcastle gegen die Villains recht gut. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass sie im Sommer deutlich verstärkt haben und Newcastle hier nicht mit seiner A11 antreten konnte aufgrund der englischen Woche und aufgrund von, ja, 3 Spielen in 4 bzw. 5 Tagen. Jack Colbeck, der ehemalige Magpie, der Mann aus der Jugendabteilung der Geordies, heute mal, ja, erstmals gegen seinen ehemaligen Herzensverein und zwar auf Seiten von Aston Villa, aber erstmal gucken wir auf Newcastle, Costil, Bigirima in der Verteidigerposition, dann Vestergaard, Pogba, Pocognoli, De Jong, Tio, Teayose, Perez und vorne Armstrong, Saive und Matthew Leckie auf der linken Außenbahn. Ganz, ganz seltsame Aufstellung, wie gesagt, sie mussten rotieren. Einzige Position, die nicht rotiert wurde, war der Torwart. Der blieb weiter mit Primoz Costil im Kasten. Bei Aston Villa, Ban Hutton, Baker, Lescott und Alain Sissoko, Westwood und Colbeck davor, Adama, Sinclair, Veretout und Libor Kozak in der Sturmspitze. Wie gesagt, sie haben sich verstärkt, unter anderem mit eben Jack Colbeck, dem ehemaligen Magpie, und der hatte natürlich gegen seine ehemaligen Teamkollegen und gegen seine ehemaligen Fans eine ganz besondere Motivation. Schiedsrichter Martin Atkinson pfifft die ganze Chose daran. Wir springen rein in die erste Szene der Partie und Newcastle verkauft sich deutlich besser in der Anfangsphase als zuletzt gegen den AFC Bournemouth. Das ist 7 De Jong auf Matthew Leckie. Das ist Ayose Perez, der Spanier, der aktivste in der Anfangsphase. 20 Minuten durch, die erste Flanke in die Mitte. Da steht De Jong, aber kommt nicht ran. Und da ist Sebastian Pocognoli. Der erste Abschluss also wieder aus der Distanz, genauso wie gegen Bournemouth. Und auch dieser geht über den Kasten hinweg. Und genauso wie gegen Bournemouth kam jetzt erstmal das gegnerische Team. Das ist Hutton, der Außenverteidiger. Geht mit dem Ball in die Mitte, macht das gut. Der Abschluss aber viel zu zentral auf Costil. Der hat kein Problem. Trotzdem war es bemerkt, dass Newcastle nicht so wirklich hinten rauskam. Erst nach knapp 35 Minuten mal wieder die nächste Offensivaktion über den sehr aktiven Henri Saive, setzt sich aus dem Klasse durch, der Senegalese, Ball in die Mitte, aber auch der viel zu unpräzise, unerreichbar für Adam Armstrong. Somit auf der anderen Seite wieder die Chance für die Villains in Führung zu gehen. Sissoko mit der Flanke in die Mitte, aber Vestergaard, der war momentan richtig stark drauf und wehrt diesen Ball klasse ab. Der Däne mit einer ganz starken Vorstellung hat zuletzt ja deutlichen Schwächen in seinem, ja, Spiel. Jetzt andere Seite, ja, wieder mal Perez mit einer Flanke, aber da kommt wieder
Elfmeter. Sieben De Jong nicht ran, es sollte nicht sein. Zweite Halbzeit, Adama ist das, der Spanier, die Flanke auf Kotzak. Und das hätte auch Elfmeter geben können, aber ganz viel Glück in der Situation für die Defensive der McPies, dass dieser Ball noch relativ fair gespielt wurde. Wieder der Tscheche, aber Ballerung von Yannick Westergaard, der räumte hinten, wie gesagt, richtig auf und sorgte dafür, dass es den nächsten Eckball geben konnte. Andros Townsend bringt den Ball nochmal in die Mitte. Das Ganze wird aber nicht sonderlich gefährlich, zumindest zunächst nochmal Townsend. Und da steht Perez mit dem Fallrückzieher, allerdings das Ganze abgewehrt von der Defensive der Villains. Sie hielten am 0:0 fest. Es sollte noch kein Tor fallen, aber Newcastle drückte jetzt weiter und versuchte vieles nach vorne. Perez auf den eingewechselten Niklas Bentner, gerade mal 2 Minuten auf dem Platz und macht das 1:0. 72. Minute, der Führungstreffer durch den Dänen, durch den Lord. Und das ist natürlich der Effekt, den man sich von ihm erhofft hat, hier in Newcastle nach seiner Verpflichtung vom VfL Wolfsburg. Wunderbares Tor in die lange Ecke, gar keine Chance für Banda irgendwie ranzukommen. Perez mit der Vorlage, der beste Mann auf dem Platz, und der Däne mit ganz viel Schusskraft und ganz viel Selbstvertrauen in die lange Ecke. Er trifft momentan, wie er will, und das ist natürlich ein Ausrufezeichen. Jetzt musste Villa antworten, allerdings ja wieder Yannick Westergaard in der Mitte, der alles wegpustete, was ihm in die Quere kam, und dann die Kontersituation. Jolyon Lescott mit dem Fehler gegen Adam Armstrong, und plötzlich waren es 2-4 Adam Armstrong, und der spielt den Ball überlegt raus auf Andros Townsend, eingewechselt, und der legt nochmal quer, und Bentner kann ihn nicht verwerten, weil Westwood davor steht. Was für eine dämliche Szene aus Newcastles Sicht. Es war aber egal, denn es passierte auf ihrer eigenen Defensivseite nicht mehr viel. Nochmal die Chance, Alonso Perez, die Flanke, kommt niemand ran. Townsend mit dem Kopfball, aber genau wie gerade einfach zu unpräzise der Abschluss des englischen Flügelspielers. War aber egal, denn es war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt also nach der Niederlage gegen Bournemouth wieder mit 1:0 gegen Aston Villa. Eine souveräne Vorstellung der McPies. Von Aston Villa kam in der ersten Halbzeit noch genug, in der zweiten Halbzeit einfach viel zu wenig. Und diese ja kleine Schwächephase zum Ende hin konnte Newcastle zumindest in ein Tor ummünzen. Und Niklas The Lord Bentner hat mal wieder zugeschlagen und bringt seiner Mannschaft hier die 3 Punkte und bringt seiner Mannschaft den Sieg. Von Jordan Ayew auf der anderen Seite haben wir gar nichts gesehen. Der Enkel von Abedi Pelé hat nicht wirklich was gezeigt. Allerdings geht das für das gesamte Villa-Team, das so eventuell ja wieder in den Abstiegskampf reinrutscht. Man muss aufpassen, dass das nie passiert. Der bessere dänische Innenverteidiger war diesmal ja nicht Westergaard, nicht Joris Okore. Und dementsprechend oder auch deswegen gewinnt Newcastle zu Hause im St. James' Park mit 1:0 gegen Aston Villa. Das war doch mal deutlich besser als das Spiel gegen Bournemouth. Da hatten wir auch hier ja wenige Chancen, beziehungsweise nicht so viele Chancen, wie es mir erhofft hätte, und nicht so extrem geniales Offensivspiel. Aber immerhin 3 Punkte, und das ist doch schon mal ganz nice. Haben damit jetzt, ja, sogar, es ist unglaublich, 12 Punkte Vorsprung auf United, weil die nicht gewinnen konnten, und das kurz vor dem Januar. Also wir sind momentan wie Leicester. Wir sind das Überraschungsteam, auch wenn es natürlich im Karrieremodus deutlich weniger überraschend, weniger sensationell ist als in Realität mit Leicester City. Aber was soll's, wir spielen gegen Bournemouth, wie gerade angekündigt. Es wird das nächste Spiel werden, es wird ein Heimspiel werden im St. James' Park, nachdem wir gerade gegen die verloren haben, und es wird wieder mit einer Elf sein, die nicht ideal ist oder nicht ganz fit ist, denn wir haben, wie gesagt, innerhalb von 5 Tagen 3 Spiele, und das schlaucht natürlich unsere Mannschaft, weswegen wir gerade auch mit B11 spielen mussten, aber die Elf sieht trotzdem einigermaßen in Ordnung aus. Wir schauen mal rein in die Partie, das Ganze, wie gesagt, simuliert, und wird mal spannend zu sehen sein, wie wir das Ganze gestalten können. Zu Hause normalerweise auch in Simulationen gerade sind wir eine Macht, und dieses Mal, naja, kriegen wir nach 5 Minuten eine gelbe Karte für Sissoko, nach 20 Minuten ist noch nichts passiert, auch nach 30 Minuten nichts. Bentner mit dem 1:0, Wilson mit dem Auswärtstreffer, und ich kann schon mal spoilern, es passiert danach nichts mehr. Perez kommt noch für Bender, den Torschützen, rein. Der hat jetzt in den letzten beiden Spielen 2 Tore gemacht, steigert also seine Form und bewirbt sich mal für einen Stammplatz, beziehungsweise für eine Startelf-Chance, denn, sagen wir mal ganz ehrlich, naja, also weitere Startelf-Chancen. Der momentan trifft Batschur hier irgendwie nicht. Da läuft nichts, und dementsprechend, warum nicht mal den Dänen spielen lassen und eventuell sogar über einen Transfer von Michi Batschur je nachdenken. Was sagt ihr dazu? Sollen wir eventuell unseren belgischen Stürmer verkaufen, nachdem er ja nur eine Saison bei uns gespielt hat? Oder meint ihr eventuell, er wird nochmal wiederkommen und wir sollten trotzdem Stürmer kaufen? Ich bin gespannt. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.